Wir müssen laufen. Wurzeln. Oh, was bist du? Ja, herzlich willkommen zu Seasons after Fall. Okay. Ich gehe noch mal nach oben. Moment, ich muss glaube ich nach oben, oder? Dann gehe ich noch mal nach unten, genau in der Mitte. Ah ne, okay, weiter kann ich nicht runter. Ja, mein Gott. Welch ein schönes Intro. Kläffen. Achso, also bellen quasi. Ah ja, okay, ich muss diese Samen einsammeln, welche dann als Schlüssel dienen anscheinend. Was ist das? Ist doch was anderes. Für die Pflanzen, damit die zur Seite gehen. Ist mir so nah, Gib mir... Rot Oktober. Gib mir einen Ping. Da drüben ist noch etwas drin. Wie komme ich da ran? Vielleicht mal gucken. Den weg. Na, wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Ich weiß, dass es hier einen Eingang geben muss. Ich hüpfe mal so an der Wurzel entlang. Ich hoffe, es ist nicht die Wurzel allen Übels. Wie komme ich denn da rein? Ich sehe dich doch. Okay, das ist eine... Oh, ich kann sogar dashen. Okay. Wuff. Wir machen den Weg frei. Ich frage mich immer noch, was wir sind, aber wir sind ja nicht der Fuchs. Muss ich das überhaupt machen? Oder muss ich einfach nur durchkommen? Und die soll mich eigentlich behindern. Fast das Gefühl, ich muss gar nicht gegen die Gegend fliegen, sondern eher drumherum. Füttern. Oh. Aha. Errungenschaft freigeschaltet, das Erwachen. Alles klar, die Musik ist echt gut. Ah, da bin ich. Ah, da bist du ja endlich. Ja. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen mit dem Aufwachen, kleine Knospe. Wenn die Hüter jetzt hier wären, würden sie dich sicher ermahnen. Wenn du weiterhin so viel schläfst, wirst du dich eines Tages in deinen Träumen verlieren und niemals wieder erwachen. Ja, genau das hätten die Hüter dazu gesagt. Aber du hast Glück, denn heute bin ich es, die dich empfängt. Und ich bin sehr viel jünger als sie. Daher werde ich dir keine Strafpredigt halten. Ich komme hier nicht raus. Ah, unser zweiter Gast ist früher angekommen als erwartet. Sehen wir nach, wer es ist. Vielleicht der Fuchs? Kleine Knospe, zur Feier dieses besonderen Tages präsentiere ich dir dein Geschenk. Was? Oh, ein wilder Fuchs. Oh, das ist wohl besser als nichts. Mir wäre ein Tier lieber gewesen, das etwas schlauer ist, etwas hübscher. Ein Wolf zum Beispiel. Aber gut, weißt du was? Ist nicht so schlimm. Wir machen das Beste daraus. Okay. Hui. Okay, ich kann nicht mehr fliegen. Ich kann nicht dashen, aber ich kann noch bellen. Nähere dich ihm. Na los, hab keine Angst. Ich bin eine Knospe, jetzt machen wir nicht so einen Stress. Hey, nicht so nah. Du erschreckst ihn noch. Er ist es, der auf dich zukommen muss. Na gut, dann warte ich hier unten. Gut, genau so. Und jetzt locke ihn ins Zentrum des Heiligtums. Na komm, kleiner Fuchs, komm. So ist's gut. Bis in die Mitte. Noch ein kleines Stück. Komm schon, wir werden dich nicht fressen. Perfekt. Rühre dich nicht, kleine Knospe. Ich kümmere mich um den Rest. Ich frage mich, wer diese Stimme ist. Okay, wir spielen also einen Parasiten. Na also. Jetzt hast du einen Körper und kannst den Hütern der Jahreszeiten einen Besuch abstatten. Ich habe keine Wahl. Ich muss hier bleiben. Nun, wo sollen wir beginnen? Ah ja, ich weiß es. Wenn du den Pfad nach Osten betrittst und dich bis jenseits des hohen Grases vorwagst, wirst du den Waldsaum entdecken. Dort befindet sich der Hüter des Winters. Er besitzt etwas, das ich brauche. Und nur du kannst es für mich besorgen. Du wirst verstehen, um was es sich handelt, sobald du es siehst. Dann weiß ich vielleicht auch, wer du bist. Ich will dir die Überraschung nicht vorwegnehmen. Das ist voll niedlich. Wuff. Okay, dann wollen wir mal schauen. Erst einmal ein gezeichnetes Spiel, ne? Damit hat man mich. Also das ist schon mal echt schön. Okay, wir müssen also uns zum Herrn des, Hüter des Winters begeben. Wahrscheinlich wieder 4 Jahreszeiten und so. Schauen wir mal. Die Bucht. Geh schon, kleine Knospe. Lauf und spring. Erfreue dich deines neuen Körpers. Du kannst dich nicht verlaufen. Ich werde stets ein Auge auf dich haben. Na, habe ich es mir doch also gedacht. Wir sind so eine Art Gua'uld oder sowas, weißt du? Wir haben uns eingenistet. Passiert, wenn ich da reinspringe? Gar nichts. Diese Musik animiert irgendwie, was soll ich sagen, zum Laufen. Zum Herumtollen. Ab durchs hohe Gras. Das ist cool. Ja, dann bin ich wieder hier unten. Gerade noch so geschafft. Und hüpf. Sieht aus wie ein Pferd. Entschuldigt, ich muss ja ganz kurz lesen. Hui. Oh, diese Musik, ne? Super schön aufgenommen. Wald der Vorfahren. Siehst du die Totems auf dem Weg? Es war der Hüter des Winters, der sie erschaffen hat. Etwas seltsam. So sehe ich das auch. Aber gut, mit so großen Tatzen ist das auch sicher nicht so einfach. Tatzen? Sprech ihn bitte nicht darauf an, wenn du ihn siehst. Das könnte ihn kränken. Und hüpf, da geht's leider nicht weiter. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach, da oben kann ich hin. Das gar nicht gesehen. Hier geht's lang. Der Hüter schläft gerne zwischen seinen Totems. Folge ihnen, dann findest du sicher seinen Unterschlupf. Frag mich, ob ich da rüber springen kann. Okay, kann ja von unten reinspringen. Ah, Mist. Nee, da komme ich nicht nochmal hoch. Murmur. Ah. Okay, habe ich irgendwas gefunden? Da oben. Die Frage, wie komme ich da hoch? Mysterious. Huch. Soll das so aussehen, dass du da so eingekesselt bist, werter Steinfreund? Quasi gerade den Rückweg erschlossen. Okay, hier kann ich hoch. Kann ich da drüben ran? Okay, es gibt keinen Fall-Damage, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Für jemanden wie mich. So, hier ist er reingegangen. Erstmal alles anbellen, was man hier sieht. Mal alle Tasten drücken hier in der Nähe. Oh! Meister Pets. Alles klar. Mit den Tatzen, ich verstehe. Hallo? Eingepennt. Wach auf, du dicker Bär. Gleich mit einem Haps weg. Dann lass uns dieser kleinen... Ich fühle, dass du auf dem Rückweg bist, kleine Knospe. Mit dem Fragment des Winters. Ich glaube, dass es mit dir kommunizieren will. Wenn du kläffst, reagiert es vielleicht. Du kannst auch zweimal kläffen, wenn es ein wenig schwerhörig ist. Ach was. Das ist ja geil. Jetzt. Alles klar, wir haben jetzt die Jahreszeit geändert, weil wir das Fragment dabei haben. Und wir müssen so an diesen Dingern vorbeispringen, damit sie Schneekugeln ausspucken. Mal noch umgucken, ne? Ich frage mich, was ich hier die ganze Zeit einsammle, aber... Dankeschön. Denn die bewegen sich nur im Sommer. Huh. Im Winter schließt es sich. Komme ich da hoch irgendwie? Ich gehe davon aus, ich muss hier... Mist. Wahrscheinlich noch eine Knospe. Wo muss ich denn abspringen? Ungefähr hier so? Komme ich nicht ran. Ich muss wahrscheinlich noch eine zweite Knospe schließen. Hier geht die Ranke lang. Du hast mich wirklich beeindruckt. Du warst schneller, als ich dachte. Und das trotz des Fuchses. Was wieder einmal zeigt, dass man nicht nach dem Aussehen gehen sollte. Trotz des Fuchses. Das Fragment steuert das Heiligtum an. Verliere es bloß nicht aus den Augen. Was? Ach, da oben. Alles klar. Und hüpf, und hüpf, und hüpf. Ach so, nee, ich muss auf diese Schalter quasi springen, damit das aktiviert. Ich muss nicht dran vorbeispringen, sondern auf die Knospen springen. Und hüpf. Dann wollen wir mal zum Heiligtum, würde ich sagen. Willkommen in der Bucht. Nein! Hä? Ach so, der hat sich jetzt quasi zurückentwickelt. Was haben wir denn hier? Fresko des Winters. Aha. Ich nehme an, dass der Hüter des Winters dir nichts gesagt hat. Nein. Oh, das muss man ihm nachsehen. Er ist immer so müde. Hm. Und ein wenig miesepetrig. Aber das bleibt unter uns. Wegen seines üblen Charakters vermeiden es die Tiere sogar, in diesen Wald zu kommen. Oh. Ich will dich ja nicht drängen, kleine Knospe, aber du musst das Fragment des Winters dringend in das Heiligtum zurückbringen. Ich glaube, da wird sie gerade beschwert. Na, geh doch. Dankeschön. Ne, okay, hier ist nichts. Weißt du, die Hüter können sehr weise erscheinen, aber vor allem sind sie unglaublich alt. So alt, dass sie manchmal ziemlichen Unsinn reden. Ich meine, es ist ein Segen, dass sie hier sind und die Fragmente schützen. Nur sie müssen auch lernen, sich von ihnen zu trennen. Und? Das Gedusch. Huch. Damit hier die Knospe wieder benutzbar ist und hüpf. Okay. Oh. Das Heiligtum. Knospe. Das Fragment ist bereits an seinem Platz. Es erwartet dich. Geh in die Mitte. Los, hab keine Angst. Okay, jetzt ist dieser Abschnitt scheinbar gesperrt. Sollen wir mal nachgucken? Hier drüben irgendwo, ne? Oder war es unter mir? Da. Gut. Ich muss dich jetzt vom Fuchs trennen. Das Fragment kann bei der Verschmelzung recht heftig reagieren. Ich werde gut aufpassen, aber es ist dennoch ein gefährlicher Vorgang. Es wäre klüger, wenn sich der Fuchs abseits hält. Es ist schon lange her, dass wir hier Schnee zu sehen bekommen haben. Jetzt ist es wirklich Winter. Okay. Na sowas. Da haben wir ja jemanden, der Zeremonien nicht mag. Du solltest wieder Besitz vom Fuchs ergreifen, bevor er davonläuft. Wo ist er denn? Da ist er. Hör mir gut zu, kleine Knospe. Es gibt 4 Jahreszeiten und 4 Hüter. Wenn du dich mit den anderen Jahreszeiten verschmilzt, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Aber dafür brauchen wir die Fragmente. Der zweite Hüter bewohnt einen Sumpf, etwas weiter weg im Westen. Alles klar. Aber ich sollte dich warnen. Diesem hier kann man sich nicht so leicht nähern. Das schaffen wir. Also sieh zu, dass du unauffällig bleibst. Alles klar, meine lieben Freunde. Und damit würde ich sagen, beenden wir die erste Folge von Season After Fall. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Und wir schauen mal, welche Jahreszeit wir das nächste Mal erkunden. Es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Ich mag diese gezeichneten Layouts komplett. Und der Sound ist echt super. Ein richtig schönes Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.